Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video von mir und dieses Mal gibt es eine Rezension und zwar zu dem Buch Fairies Kristallblau von Stefanie Dehm aus dem Impress Verlag. Zuallererst möchte ich sagen, es wird Spoiler für den Anfang des Buches geben, aber keine wirklich für später. Also ich finde, wenn ihr das Buch lesen wollt, könnt ihr das Video trotzdem anschauen, weil diesen Spoiler, was ich euch oder worüber ich reden würde, wie gesagt, das sind alles in den ersten 10-15% des Buches, kommt das alles raus. Und von daher finde ich, kann man das Buch trotzdem danach noch ganz gut lesen, ohne jetzt gespoilert zu sein. Und es sind auch nicht wirklich Spoiler, aber ich rede halt über diese Welt, um die es da halt geht. Und ja, das weiß man halt nicht von Anfang an des Buches, deswegen so Mini-Spoiler-Alert. Zum Buch. Ich habe es von Netgalley zur Verfügung gestellt bekommen, habe es im Januar angefangen zu lesen, habe dann aber aufgehört und habe erst im März wieder weitergelesen, weil mir das Buch gar nicht gefallen hat und ich habe ihm auch nur einen Stern gegeben. Ich habe über das Buch natürlich, obwohl ich es von Netgalley zur Verfügung gestellt bekommen habe und sehr negativ meine Meinung zu dem Buch war, habe ich die Meinung natürlich trotzdem genauso wiedergegeben und habe eine Rezension dazu geschrieben. Die gibt es auf meinem Blog und auch auf Goodreads und Netgalley. Ich habe aber eigentlich gedacht, so okay, komm, du musst jetzt nicht unbedingt, wenn es so negativ war, ein Video dazu machen, weil ich bin der Meinung, man sollte immer seine ehrliche Meinung sagen, ganz klar. Aber wenn halt wirklich was so negativ ist, dann muss man nicht auf Teufel komm raus irgendwie unbedingt jedem davon erzählen oder so. Also, weil ich finde, wenn ich schon was zur Verfügung gestellt bekommen und es gefällt mir nicht, dann sage ich das, hey, es gefällt mir nicht, das und das war, aber ich muss nicht unbedingt jetzt jedem davon erzählen, finde ich. So, ist meine Meinung. Aber als ich meinen Lesemonat gefilmt habe für den Monat März und über das Buch geredet habe, habe ich gemerkt, dass ich doch Redebedarf habe und ich finde, in dem Fall sind es Sachen in diesem Buch, die ihr einfach wissen solltet, bevor ihr euch dieses Buch kauft. Deswegen mache ich jetzt das Video. Ganz kurz zum Buch selber. Es geht um ein Mädchen, ich meine, sie heißt Sophie. Sie hat gerade ihr Abi gemacht, ist ungefähr 18 und macht das, was sehr viele deutsche Mädels oder Mädels aus Deutschland nach dem Abi machen und fliegt mit ihren Freundinnen nach Lorette. So, erstmal soweit. Dann trifft sie dort zwei Jungs und ein Mädel, die makellos, wunderschön, total fantastisch sind und die eröffnen ihr dann, und das ist jetzt so dieser Mini-Spoiler, dass sie eine Fairy ist, beziehungsweise sie kann eine Fairy werden. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber im Endeffekt ist sie eine Fairy, aber um wirklich vollständig zur Fairy werden, muss sie erweckt werden. Und jede Fairy muss erst erweckt werden und hat aber die Wahl, nachdem ihr das gesagt wird, hey, du bist eigentlich eine Fairy, kann sie wählen, okay, ich gehe mit und werde dann zur Fairy erweckt und jeder aus meinem alten Leben vergisst mich. Oder, nee, will ich nicht. Und dann vergisst die Person halt einfach über die Fairies und geht ganz normal in ihr normales Leben zurück. Spoiler Alert, sie entscheidet sich natürlich, eine Fairy zu werden. Fangen wir an mit meinen Problemen oder meiner Rezension über das Buch. Das erste Problem, muss ich sagen, liegt aber an mir und nicht an dem Buch, ist, dass ich dieses ganz klassische Teenager-Sein nicht mag. Ich weiß nicht, ich lese gerade hauptsächlich Jugendromane und meistens stört es mich nicht. Aber in dem Fall, sie ist einfach so richtig, so ein richtiger Teenager und sie nervt mich einfach. Ich mag sie nicht. Ich mochte auch als Teenager nicht so dramatische Teenager, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, mag ich einfach nicht. Und dann fliegt sie nach Lorette und es war auch noch nie meins, so Lorette oder Mallorca. Das ist für mich so voll richtig abstoßend irgendwie. Also das soll überhaupt nicht böse gemeint sein. Und also ich weiß auch, mein Bruder hat irgendwie, seit er zwischen 16 und 19 oder so, jeden Sommer und noch mehr in Lorette oder Mallorca verbracht oder am Goldstrand, ja. Und ja, also ich habe damit überhaupt kein Problem, nur ich mag es nicht und deswegen darüber zu lesen, fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber wenn ihr das mögt oder so, ist es überhaupt nicht schlimm und wenn ihr ein typischer Teenager seid, ist es auch überhaupt nicht schlimm, nur ich möchte darüber nicht unbedingt lesen. So, aber wie gesagt, das liegt an mir, nicht am Buch. Kommen wir aber zum Problem des Buches. Und zwar habe ich euch ja gerade gesagt, ich spoilere euch quasi so die ersten 15% des Buches. Ich glaube, es sind nur 7, weil ich meine, dass es 7% waren. Auf dem Kindle steht ja unten immer die Prozentzahl. Da kam einfach ein Infodump und diese drei Fairies haben Sophie alles erzählt, was sie über die Welt der Fairies wissen musste. Und für mich war damit einfach die Geschichte gelaufen.
Ich habe kein Interesse daran gehabt, das Buch weiterzulesen, weil sich zu diesem Punkt noch keine Handlung irgendwie abgezeichnet hat. Und es war einfach so, das sind die Fairies, so und so läuft die Fairy-Welt ab, so sieht's aus. Da war einfach nicht das Einzige, was noch offen war, war, ob sie sich dazu entscheidet, eine Fairy zu werden oder nicht. Aber da das Buch Fairies Kristallblau heißt und ja weitergehen muss als 7%, war es ja eigentlich klar, dass sie sich dazu entscheiden wird, eine Fairy zu sein. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch noch gar nicht das Cover gezeigt habe. Deswegen halte ich euch das jetzt hier schnell in die Kamera. So sieht das aus. Ja, und das war es dann auch für mich. Ich habe dann noch ein bisschen weitergelesen, habe dann wirklich bei 15% gesagt, okay, nein, vergiss es. Mache ich nicht, tue ich nicht. Ich habe viel anderes zu lesen. Lass mich einmal in Ruhe mit dem Quatsch. Weil es war wirklich so, es hat mir an sich einfach schon nicht gefallen. Auch der Schreibstil hat mir nicht so gefallen und es hat mich überhaupt nicht angemacht. Und dann kam dieser Infodump und ich war halt so, warum soll ich weiterlesen? Das war schon mal ein Problem. Dann habe ich aber mir jetzt gesagt, okay, hey, komm, so schlimm ist es nicht. Das schaffst du. Lese es weiter. Und das habe ich gemacht und es wurde einfach nur noch schlimmer. Und zwar ist da dieser Fakt mit diesen makellosen Fairies. Versteht mich nicht falsch, ich lese gern übernatürlich schöne Menschen, Wesen, Feen, wie auch immer. Am besten noch die, die reich sind und alles super toll können und ja. Gefällt mir, habe ich absolut kein Problem damit. Ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die auch sagen, oh, ich möchte keine Serie angucken, wenn die alle reich und hübsch sind. Ich möchte lieber was angucken mit Leuten, mit denen ich mich identifizieren kann. Das ist schön für euch, ich nicht. Ich brauche nichts angucken mit Leuten, mit denen ich mich identifizieren kann, weil ich bin ich. Ich sehe mein Leben jeden Tag und ich sehe jeden Tag das Leben von den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Wenn ich was lese oder was anschaue, habe ich gern Leute, die makellos schön sind. Und ja, habe ich absolut kein Problem damit. Aber in diesem Buch. Dieses Makellose, es wird so übertrieben dargestellt und sie redet die ganze Zeit nur darüber, wie makellos sie sind und immer wieder dieses Wort makellos und wie schön sie sind. Und mich hat das so aufgeregt. Für mich waren die irgendwann so, ich hatte so nicht Angst, aber für mich war das so, okay, das sind bestimmt Aliens, von denen sollte man sich fernhalten. Da stimmt ja irgendwas nicht. Ich kann euch, ja, also ich kann euch jetzt nicht genau sagen, woran es liegt, aber meiner Meinung nach liegt es am Schreibstil, weil ich habe gerade auch im März, ich glaube im März, A Court of Thorns and Roses und A Court of Mist and Fury gelesen oder zumindest gehört. Also das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen und den zweiten Teil gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Und da geht es auch um Feen. Also Feen, nicht Fairies, aber wie auch immer. Und die sind auch alle natürlich hübsch und die, um die es geht, sind auch die Obersten und die sind reich und powerful und überhaupt. Und ich habe das voll gern gelesen. Und ja, ich kann jetzt nicht das sagen, weil sonst spoile ich noch das Reich der Sieben Höfe. Aber ja, also das gefällt mir. Aber in diesem Fall war es einfach so, es war viel zu viel. Es hat mir nicht mehr gefallen. Es war mir sehr suspekt. Ich habe gedacht, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und ich hatte einfach so das im Kopf von irgendwelchen so Robotern oder puppenähnlichen Geschöpfen, die einfach nicht ganz richtig sind. Ich kann es euch nicht genau sagen. Und das hat mich einfach schon so wahnsinnig gestört, aber es ist noch viel, viel schlimmer gekommen. Und zwar ist diese Sophie ja ein typischer Teenager, der sowieso schon Selbstbewusstseinsprobleme hat, ja, und sowieso sich hässlich findet und zu fett und pickel und was weiß ich was. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für Probleme sie mit sich selber hatte. Im Endeffekt war sie ganz normal und hat sich halt eingebildet, dass alles an ihr einfach hässlich ist. Was mich auch schon wieder gestört hat, aber ich weiß, dass es irgendwie bei Teenagern wohl so ist. Auch wieder was, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht wahnsinnig hübsch bin und wunderbar, aber das ist halt auch was, was ich vorhin gemeint habe mit den Teenagern. Da konnte ich mich, das habe ich noch nie verstanden und da konnte ich mich noch nie so reinversetzen in dass man kein Selbstbewusstsein hat und dass man sich selber so hässlich findet. Also wenn ihr das jetzt guckt, ihr seid nicht so hässlich, wie ihr denkt, dass ihr seid. Das stimmt nicht. Also nein, stimmt einfach nicht. Okay? Akzeptiert es einfach bitte. Oder wie auch immer. Also ihr seid nicht hässlich. Punkt. So, jetzt so. Also der eine Punkt, sie findet sich hässlich und ich verstehe dann auch, weil sie entscheidet sich natürlich Fairy zu werden und kommt dann auf dieses Schiff, weil diese Schulen von den Fairies, es gibt ein paar Schulen und die sind halt auf Schiffen, um mehr Mobilität zu gewinnen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist sie dann da und es gibt ihre Klasse quasi, das sind alles noch nicht erweckte Fairies, die also auch alle wahnsinnig fett und hässlich sind und der Rest vom Schiff sind Fairies, die alle makellos wunderschön sind.
Also, auch hier verstehe ich wieder, dass ein Mädel, das eh Probleme mit dem Selbstbewusstsein hat und gerade aus der Pubertät rauskommt und sich nicht so wahnsinnig hübsch findet, dass es natürlich sie noch ein bisschen runterdrückt, wenn sie von so lauter makellos schönen Wesen umgeben ist. So. Jetzt ist es aber so, sie kommt irgendwie zufällig in die Kabine mit einer schon erweckten Fairy und sie ist natürlich wunderhübsch und hat wunderhübsche Freundin. Und zum Glück, weil als ich das schon so gelesen habe, ich dachte so, mein Gott, nein. Jetzt ist es so eine Tussi, die irgendwie nur zickig ist und das arme Mädel fertig macht. War zum Glück nicht so. Sie ist tatsächlich, sie nimmt Sophie unter ihre Fittiche und Sophie kann mit ihr und ihren Freundinnen abhängen und voll gut, also echt super. Jetzt ist es so, sitzt die Sophie dann halt da und ich bin so hässlich, ja, und ihr seid alle so schön. Was erwartet man jetzt von diesen älteren Mädels? Ja, also ich habe ganz ehrlich erwartet, dass die sagen, ja, hey Sophie, ganz ehrlich, es ist nicht so. Klar, wir sind so makellos, kann man halt jetzt nicht drüber streiten, so ist es halt in dem Buch. Aber makellos heißt nicht gleich perfekt und du bist auch schön, auch wenn du nicht so makellos bist und was weiß ich, deine paar Kilos zu viel oder deine fusseligen Haare, was auch immer du jetzt für ein Problem hast, das macht dich zu dem, wer du bist und das ist toll und klar, ich verstehe, dass du dich darauf freust, auf deine Erweckung und so, aber hey, so schlimm ist es gar nicht und glaub mir, ich habe das auch durchgemacht, ich habe mich auch wahnsinnig hässlich gefühlt und jetzt, wenn ich zurückblicke, weiß ich, dass es gar nicht so ist. Das ist so ungefähr das, was ich erwarte, weil es ist ein Jugendbuch, das ist an junge Frauen gerichtet, denen sollte man ja nicht sie komplett niedermachen. Vor allem, dass von einer Frau geschrieben ist und nicht von einem Mann. Wobei ich jetzt auch nichts gegen Männer sagen würde, aber ich finde nochmal, als Frau muss man nochmal mehr, sollte man nochmal mehr darauf achten, dass man junge 18-Jährige oder noch jüngere Mädels sich einfach fertig macht. Okay? So. Jetzt, was sagen aber diese anderen wunderhübschen Mädels, die sie ja wirklich nicht ärgern wollen? Also die mögen sie wirklich und wollen ihr helfen. Und was sagen sie, um ihr zu helfen? Ja, das stimmt. Guck mal, ich war so wahnsinnig hässlich damals, aber ich wurde auch erweckt und du wirst auch erweckt. Die Zeit geht schon rum. What? Ich war voll geschockt. Ich meine, natürlich ist es schon irgendwo sinnvoll, dass du sagst, hey, mir ging es genauso, die Zeit geht rum, ja. Aber ich habe halt wirklich erwartet, dass sie ja aber auch gleichzeitig sagt, dass sie nicht so hässlich ist und dass es nicht stimmt und dass sie trotzdem wertvoll ist, auch wenn sie nicht makellos ist. Das haben sie aber nicht getan. Sie haben einfach nur gesagt, ja, du bist hässlich, ich war auch hässlich, aber es geht rum. What? Das ist was, sorry, aber da komme ich nicht drüber weg. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann man als Frau sowas schreiben in dieser modernen Welt? Das Buch ist erst 2017 rausgekommen. Es ist ein ganz modernes Buch. Es ist an junge Mädels gerichtet. Und dann werden die da so fertig gemacht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich habe dann bei Goodreads nachgeschaut, weil ich habe schon so gedacht, okay, das ist jetzt auch wieder böse. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber ich habe mich schon so gefreut. So, lass mal diese ganzen Bashing-Reviews lesen, wie sie da fertig gemacht wird. Natürlich möchte ich nicht, also es geht nicht darum, dass die Autorin fertig gemacht wird. Ich meine, wie das Buch fertig gemacht wird. Ich wollte wissen, was die anderen Leute davon so halten. Und dann hatte es nur 4- und 5-Sterne-Reviews und ich so, what? Wie passiert sowas? Ich verstehe das nicht. Dazu muss ich sagen, ich gucke hauptsächlich englisches Booktube. Ich gucke auch ein paar deutsche Booktuber. Aber hauptsächlich gucke ich englische Booktuber und da ist das ganze Thema, das habe ich ja schon öfters erwähnt, so Diversity und Sexism und so. Und alle sollen bitte gleich behandelt werden und achtet bitte darauf, dass ihr psychische Krankheiten und so in euren Büchern richtig repräsentiert und dass ihr keinem damit wehtut und dass wirklich alles richtig repräsentiert ist. Und das ist ganz wichtig und das finde ich auch wichtig. Muss ich aber schon sagen, ist mir halt in deutschen Büchern nicht so aufgefallen, in deutschen Videos meine ich. Aber ich habe halt gedacht, okay, ich habe halt noch nicht die richtigen Videos gesehen. Nachdem ich dann aber diese Goodreads-Page von diesem Buch gelesen habe, habe ich gedacht, so, okay, gut, es ist tatsächlich irgendwie wohl in Deutschland total uninteressant und kein Mensch denkt darüber nach, weil wenn das jetzt ein englisches Buch gewesen wäre, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da für Reviews gekommen wären, wie negativ die gewesen wären, weil das ist echt ein gefährliches Buch, finde ich. Also, ich finde das Buch gefährlich. Und ich bin nicht jemand, der Sachen gefährlich findet, aber das Buch finde ich gefährlich. Und dann geht's weiter. Und zwar werden nämlich, es gibt 3 Mean Girls, die haben mich auch aufgeregt, aber sollen sie ja, weil sie Mean Girls sind. Ich finde, man hätte ja vielleicht auch mal was machen können ohne Mean Girls. Aber gut, es gibt Mean Girls, es ist ein Teenagerbuch und es gibt Mean Girls, schön. Nur werden die Mean Girls dann von den Hauptcharakteren als Barbie, Skipper und Shelly bezeichnet. Das ist schon wieder so ein Punkt. Warum muss man jemanden so... Ja, ich will jetzt auch nicht wieder anfangen und so, Frauen müssen Frauen gegenseitig aufbauen, weil ich finde, ja, man sollte Frauen gegenseitig unterstützen, aber wenn man jemanden nicht mag, dann muss man denjenigen nicht mögen. Ja?
Und wenn jemand sich richtig scheiße verhält, dann darf man vielleicht, man sollte niemanden beleidigen und so, aber dann darf man doch vielleicht meiner Meinung nach mal sagen, so, hey, du Dingsbums, sei jetzt mal ruhig und lass mich bitte in Ruhe, okay? Aber sowas muss echt nicht sein. Nur weil die dumm sind, also sie waren halt in dem Buch dumm, ja? Sie waren halt dumm, Punkt. So, aber nur weil sie dumm sind, sie jetzt als Barbie, Skipper und Shelly zu bezeichnen, finde ich auch blöd, weil nur weil sie auch noch blond waren, ich weiß nicht, das, also, ja, okay. Nächster Punkt, es geht noch weiter. Aber das ist jetzt eigentlich der letzte Punkt. Und zwar gibt es zwei männliche, wichtige Nebencharaktere. Also, einmal gibt es einen Freund, also im Endeffekt sind sie dann, nachdem sie sich mehr mit ihren Klassenkameraden anfreunden, hat sie zwei Freunde eigentlich, ein Mädel und ein Jungen, und die drei sind halt so eine Clique. Und dann gibt es noch einen von den drei, der sie am Anfang entdeckt hat, wie auch immer. Und das ist so der Love Interest, der ja, naja, fand ich nicht, aber gut. Ja, und diese beiden Jungs spielen auch halt eine wichtige Rolle und sind oft mit den Mädels zusammen. Und beide bezeichnen die Mädels, wenn sie nicht nur eine ansprechen wollen, sondern beide. Oder wenn sie über sie reden und es geht um mehr Mädels, gerade wenn diese älteren Mädels noch dabei sind, wie auch immer, sie werden immer als Weiber bezeichnet. Das wird dann nicht böse gemeint, aber so, oh, jetzt muss ich mit den Weibern shoppen gehen. So, ja, also so vom Ton her, ich kann es gerade nicht nachmachen, aber ich glaube, das kennt man alle halt mal von Freunden. Nicht nur von Jungs, sondern halt generell von Freunden, wenn sie so ein bisschen genervt sind, aber dich trotzdem lieb haben. So, in diesem Ton wurde es gesagt, aber es wurde immer Weiber gesagt. Und das finde ich halt auch wieder sowas, weil Weiber ist halt schon ziemlich, negatives Wort, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich negative Bedeutung, hat es halt auch einfach, und das finde ich halt auch einfach nicht in Ordnung, dass sie dann so benutzt werden, und die Mädels nehmen das halt alles so auf. Mir hat nur noch irgendwie gefehlt, dass sie dann sagen, ja, stell dich doch lieber in die Küche, wo du hingehörst, und die Mädels hätten gesagt, hey, ja, du hast recht, da gehe ich hin. So ungefähr war das auch wieder hier, kein Problem, ich koche auch nur zu Hause und mache den Haushalt, weil bei uns ist es halt besser so, mein Mann macht den Haushalt nicht und kocht nicht, habe ich kein Problem damit, aber ich finde, es sollte nicht so sein, dass ich den Haushalt machen muss, weil ich eine Frau bin. Ich mache den Haushalt, weil es bei uns besser hinkommt, aber nicht, weil ich eine Frau bin. So, und dieses Weiber ist halt so, ja, ja, ich kann gar nicht, ja, die Rezension war jetzt voll. Einfach nur, dass ich mich ausgelassen habe. Aber ich finde es echt, ich fand das Buch so schrecklich. Ich fand es so schlimm. Ich kann es gar nicht wirklich sagen. Es hat sich einfach komplett durchgezogen, diese Sachen, dass dieses Buch einfach, ich würde fast sagen, irgendwie frauenverachtend war. Aber in einer Weise, die halt jungen Mädels vielleicht nicht auffällt. Und das finde ich so gefährlich. Ja, also ich lese auch viele historische Romane, die gerade Mittelalter und so spielen, und die sind natürlich frauenverachtend, ja, und da werden ganz andere Sachen gesagt, getan und sonst, ja, aber das, ich weiß, das ist ein historischer Roman, damals war das so, aber das in einem 2017 veröffentlichten Jugendroman für junge Mädels so zu schreiben, auch hier wieder, wenn Jungs das lesen wollen, klar, gar kein Thema, und ich bin auch dafür, dass das jetzt, ich bin sowieso gegen Geschlechterrollen und so, aber wenn ihr euch das Buch so anguckt, können wir uns nicht darüber streiten, dass in der heutigen Gesellschaft, so wie sie leider immer noch ist, dieses Buch hauptsächlich auf junge Mädels angelegt ist. So. Und das dann so unterhändisch, so die Frauen da fertig zu machen, finde ich echt schlimm. Ja, wenn es einfach ein anderes Buch gewesen wäre und da wäre ein Charakter gewesen, der voll frauenverachtend war und die voll niedergemacht hätte, dann hätte ich gesagt, okay, der Charakter ist scheiße. Ich mag den nicht. Ja, es wäre was anderes gewesen. Ja, weil man sieht, okay, der hat einen anderen Charakter, der ist wahrscheinlich auch der Böse oder es ist ein negativer Zug von ihm oder was auch immer, ja. Aber dann hätte man das gewusst. Aber ich glaube halt echt in diesem Buch, wenn junge Mädels es lesen, die merken vielleicht das gar nicht. Und ich glaube, viele merken das gar nicht, weil es wirklich so gute Reviews auf Goodreads hatte. Aber ich glaube, man merkt vielleicht gar nicht, dass man darin bestärkt wird, dass man ja hässlich ist, wenn man ein paar Pfunde zu viel hat oder die Haare nicht so schön sind oder was auch immer man für Probleme hat. Und das finde ich halt so gefährlich an dem Buch. Nicht nur, dass es so ist, sondern dass es halt so verpackt wurde, dass ich glaube, dass viele das nicht merken, wenn sie sich darüber keine Gedanken machen. Ich hätte das wahrscheinlich auch nicht gemerkt, bis ich wirklich mehr auf sowas geachtet habe, jetzt durch BookTube und so auch.
Mir hätte das Buch wahrscheinlich trotzdem nicht gefallen und mich hätte es wahrscheinlich auch aufgeregt, weil ich so gedacht hätte, so, Mädel, krieg dein Leben in den Griff. Aber ja, irgendwie finde ich das einfach schlimm. Whatever. Das Video ist jetzt wahrscheinlich ewig lang und ich habe mich nur über das Buch aufgeregt. Und eigentlich will ich solche Videos nicht machen, weil ich finde wirklich so, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann kann man es ja lassen. Außer man wird danach gefragt. Wenn man danach gefragt wird, sollte man bitte seine ehrliche Meinung sagen. Aber ich musste das einfach loswerden. Ja, und ich gehe jetzt. Tschüss.